Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Internetverbindung über Ethernet für Ihren Porcupine haben. Halten Sie außerdem Google Chrome auf Ihrem PC und ein Android- oder Apple-Gerät mit Zugriff auf den Google Play oder den App Store bereit. Erstellen Sie mit Google Chrome auf Ihrem PC ein Konto auf wapsto.com. Melden Sie sich hier entweder über Google an oder registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. Sie erhalten eine Begrüßungs-E-Mail, die Sie dann bestätigen müssen. Installieren Sie die App Siloxit Device List vom Apple App Store oder dem Google Play Store. Dann starten Sie die App und melden sich mit dem zuvor neu erstellten Konto an. Um es zu veranschaulichen, benutze ich hier im Video gerade eine Simulation. Klicken Sie auf die Plus-Taste in der rechten oberen Ecke in der App Siloxit Device List und fügen Sie den Porcupine zu Ihrem Konto hinzu, indem Sie den QR-Code scannen. Sobald Sie Ihren Porcupine zu Ihrem Wapsto-Konto hinzugefügt haben, setzen Sie Ihren universellen Siloxit-Steckverbinder Head auf den Porcupine. Verbinden Sie den Porcupine über Ethernet mit dem Internet. Schließen Sie den Porcupine an die Stromversorgung an. Sobald die grüne LED durchgehend grün leuchtet und die orange LED nicht leuchtet, können Sie die Tools für eine schnelle Prototypenerstellung verwenden. Melden Sie sich in Google Chrome auf Ihrem PC bei wapsto.com an und wählen Sie in der linken Navigation Speichern. Installieren Sie die WAP IoT Rapid Prototyping und klicken Sie dann auf Zuletzt installiert öffnen. Was ist eine WAP? Kurz gesagt, eine WAP ist eine Web-App, die im Wapsto erstellt wurde. Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu und wählen Sie LED plus Taste. Klicken Sie oben auf der Seite auf das blaue Stiftsymbol, um Ihrer Vorlage einen Namen zu geben, wie zum Beispiel Porcupine Demo. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre LED plus Taste hinzuzufügen und stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung von Ihrem Porcupine trennen, bevor Sie den physischen Aktor hinzufügen. Sie können Speichern und Bereitstellen, wenn Sie unter Vorhandenes Hardware-Gerät auswählen, auf Weiter klicken. Sie finden die UUID Ihres Porcupine. Klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie Anpassungen an der ursprünglichen Version Ihres Porcupine vorgenommen haben, ist es hilfreich, die unterschiedlichen Versionen zu benennen. Für Ihre Zwecke können Sie jetzt einfach V1 eingeben. Klicken Sie auf Bereitstellen. Sie werden feststellen, dass das orangefarbene Licht während der Bereitstellung blinkt. Warten Sie, bis die orangefarbene LED nicht mehr leuchtet und die grüne LED-Anzeige blinkt, bevor Sie fortfahren. Gehen Sie auf Ihrem Android- oder Apple-Gerät zur App Siloxit Device List zurück. Sie werden feststellen, dass Ihr Porcupine mit dem Namen Porcupine Demo sowohl als Live-Bereitstellung als auch als Schattenversion mit dem Qualifikationsmerkmal Prototyp in einer grauen Farbe angezeigt wird. Versuchen Sie in der App in der Live-Bereitstellungsversion den gewünschten Status des LED ein-auswärts zu ändern. Beobachten Sie, wie sich das Licht auf dem physischen Gerät ändert. Versuchen Sie nun, auf die Taste zu klicken. Sie können sehen, wie sich der aktuelle Status der Taste ändert. Versuchen Sie in Ihrem Browser die anderen Sensoren und Aktoren, wie Summer, Relay, Barometer und CO2-Sensor, auf die gleiche Weise gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm hinzuzufügen. Scrollen Sie auf der Seite nach unten, um ein Anleitungsbild zu sehen. Es zeigt, zu welchem Steckplatz die Sensoren und Aktoren für jeden Typen hinzugefügt werden sollen. Sobald der Porcupine mit Ihren Sensoren und Aktoren betriebsbereit ist, können Sie mehrere WAPs verwenden. Mit dem Dashboard von Siloxit können Sie Tabellen und Grafiken aus Ihren Datenbeständen erstellen. Sie können Ihre Daten mit der WAP Historische Daten exportieren. Mit der WAP Firmware Update können Sie auswählen, welche Firmware auf welchen Geräten ausgeführt werden soll. Sie können auch Ihre eigene WAP erstellen, indem Sie den WAP Creator verwenden. Dort finden Sie Hello World WAPs, mit denen Sie loslegen können.